Wir wollen einmal einen QR-Code erstellen, der einen Kalendertermin beinhaltet auf eine Seminarveranstaltung für Schatzmeister und Schatzmeisterinnen im Kreis-, Bezirks- und Ortsverbänden. Und zwar wird hier das Handwerkszeug für Schatzmeister und Schatzmeisterin im SOVD NRW vermittelt vom Bilanzbuchhalter des Landesverbandes Bodo Hensch. So, es geht jetzt hier darum, wie können wir einen QR-Code erstellen, der uns eben einen Termin einträgt in unserem Kalender, in einem Smartphone oder Tablet, und dass wir dann auch hier die Örtlichkeit angezeigt bekommen dadurch, wie wir da hinkommen und so weiter. Denn das ist alles möglich mit einem QR-Code des Typs Kalendereintrag. So, wir legen los. Wir haben einmal ein Tablet hier zur Verfügung. Damit Sie das besser sehen, wollen wir einmal hier zeigen, wie Sie so einen Eintrag hier auf Ihrem Smartphone oder Tablet im Tier einfügen können. Wir haben jetzt einmal hier an dieser Stelle hier, wir rücken das Ganze einmal auf hier, damit wir hier ein wenig Platz haben. Hier oben in der Ecke schieben wir einmal die ganzen Sachen hier herunter. So, und hier in dieser Ecke, da wollen wir einmal hier uns diese Möglichkeit erschaffen, und zwar indem wir einmal hier auf Google Play Store hier drauf gehen würden und wir würden uns einmal die App QR-Droid herunterladen. Ich habe sie jetzt hier schon einmal installiert. Das handelt sich also einmal hier um diese App QR-Droid. Ich tippe also hier einmal oben rein QR. Da steht hier schon QR-Droid, weil ich das schon mal aufgerufen habe. Ich brauche also nicht großartig hier erst zu schreiben. Und jetzt sehe ich hier, ich habe hier zwei verschiedene Varianten drauf, was Sie sich herunterladen sollten. Wäre also einmal hier diese Möglichkeit QR-Droid Code Scanner. Und wenn Sie da einmal hier drauf gehen, dann sehen Sie hier die Möglichkeit, dass Sie hier erstellt QR-Codes aus allem, was sich auf dem Android Smartphone oder Tablet befindet, dekodiert von Kameraaufnahmen und so weiter. Und das ist also wirklich sehr umfangreich. Und das haben schon 50 Millionen Leute heruntergeladen. Und das würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie das einmal dann herunterladen. Also indem Sie das einmal installieren. Hier steht dann installieren, wenn Sie das noch nicht haben auf Ihrem Gerät. Damit können Sie also QR-Code einscannen und dann entsprechend umwandeln, und dass Sie das auf dem Gerät benutzen können oder auch QR-Code selber erstellen. Und wir wollen ja einmal die Möglichkeit benutzen, QR-Code selber zu erstellen. Ich würde Ihnen einmal noch zusätzlich raten, dass Sie vielleicht noch einmal diese zusätzlichen Sachen herunterladen, so wie hier QR Wi-Fi Plugin. Das würde ich Ihnen vielleicht empfehlen. Ja, müssen Sie nicht unbedingt, das wäre eine Möglichkeit. Und hier QR, wo haben wir hier noch einmal diesen QR-Droid für die Möglichkeit GPS-Plugin, da steht jetzt hier nicht, sehe ich jetzt hier nicht. Doch, hier unten habe ich es hier auch runtergeladen. Hier QR-GPS-Plugin, das ist also auch eine Programmerweiterung, dass das Gerät praktisch Ihren Standort, wo Sie sich gerade mit dem Gerät befinden, dann mit in die Planung mit einbeziehen kann und das zum Beispiel benutzen kann, um als Start- oder Zielpunkt zu dienen von dem Ort, wo aus Sie losfahren wollen. Zur Erklärung: Ein Smartphone oder Tablet-PC enthält meist einen Sensor für die GPS Satellitenposition, also Geopolarisationssatellit oder wie das auch immer heißt. Also die Satelliten, die hier kreisen, die um die Erde, die ermöglichen, dass man den genauen Standort feststellen kann, wo sie sich gerade befinden. Und egal, wo sie sich jetzt gerade befinden, können sie dann von diesem Ort aus dann
eben zu diesem Ziel, was Sie hier auswählen, hier zum Beispiel den Seminarort, den eben hinfinden und würden auch dann da die Navigation und Reiseroute und alles darüber dann erhalten können durch diese zusätzliche Ergänzung hier von diesem Plugin hier, QR-GPS-Plugin. Ich hoffe, ich verwirre Sie jetzt nicht. Also, und dann gibt es noch einmal hier diesen QR-Droid Reaches. Das ist eine zusätzliche Ergänzung, eine App in diesem Fall, die ermöglicht, dass ich den Funktionsumfang des Gerätes auch zum Erstellen benutzen kann. Also alles, was mit QR-Code-Erstellung zu tun hat und so weiter, das wird zum Beispiel hier auch über diese Möglichkeit QR-Droid Reaches hier leichter gemacht. Dass ich das also leichter hier benutzen kann auf dem Gerät. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe zurück auf meinem Home-Bildschirm und will Ihnen das einmal zeigen. Wir haben jetzt also einmal hier einen leeren Bildschirmbereich und in diesem Bildschirmbereich wollen wir einmal hier diese App QR-Droid einmal hinein befördern. Wie machen wir das? Wir würden zum Beispiel einmal nach der Installation, wäre es also irgendwo hier auf irgendeinem Bildschirm, wenn da kein Platz mehr ist, würden Sie es hier nicht sehen, müssten Sie sich Platz machen. So, indem Sie das praktisch dann eben hier sowas hier zum Beispiel nehmen, hier drauf tippen und dann hier mit Entfernen das im Mülleimer reinschmeißen. Dann ist nur das Symbol hier weg, aber das, die App als solches nicht. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel so diese App QR-Droid hier hinschieben wollen an der Stelle, dann könnten wir sie immer an dieser Stelle finden, indem wir hier drauf tippen. Denn hier ist die Menüfunktion und wir würden hier jetzt in diesem Fall hier alle Apps sehen. Haben wir. So, hier sind alle Apps in alphabetischer Reihenfolge hier, so wie Sie das hier sehen. Und wir würden also QR-Droid, A, B, C, D, E, L, G, H, L, M, N, O, P, U, P, Q. QR-Droid privat haben wir hier. Die brauchen Sie nicht unbedingt QR-Droid hier. Das ist eigentlich die App, die heißt eigentlich QR-Droid Code Scanner. Aber hier, wenn sie hier auf dem Gerät sich dann befindet, heißt sie nur noch QR-Droid, dass Sie sich nicht wundern. Sie würden dann also einmal diese App hier drauf tippen, auf dieses App-Symbol, und würden dann das App-Symbol dahin schieben, wo Sie es haben wollen. Das wäre also einmal jetzt hier. Dann hätten Sie eben diese App dort an der Stelle. So, und jetzt geht es noch einmal darum, wir wollen einmal so ein Widget hier einfügen, also eine Erweiterung, dass wir zum Beispiel einmal einen Kalender, einen QR-Code als Kalendereintrag erstellen können. So, wie können wir das machen? Wir könnten zum Beispiel einmal hier drauf tippen und dann würden wir einmal das Register Widgets antippen, denn da befinden sich die dauerhaft im Hintergrund arbeitenden Erweiterungen zu den allen ganzen Apps, die hier auf diesem Gerät sind. Und wenn wir hier weitergehen und das ist auch alphabetisch geordnet, dann finden Sie dann gleich L, M, N, O, P, Q, QR-Droid, L, M, N, N, O, P, Q. So, und jetzt hätte ich hier einmal hier eine Möglichkeit, hier dieses Widgets, wie das auch immer gesprochen wird, ich kann leider kein Englisch, hier würden Sie drauf tippen und das gedrückt halten und könnten dann hier an dieser, sagen, an dieser Stelle möchte ich diese Möglichkeit schaffen, einen QR-Code zu erstellen mit diesem Symbol. Denn das ist ja ein Widget, keine App, ein Widget. Und was kann dieses Widget? In dem Moment, wo Sie hier loslassen, öffnet sich ein Fenster. Und dieses Fenster fragt nach, was soll ich hier erstellen in Zukunft? Also sobald Sie eben dieses einmal hier eingerichtet haben, dann kann dieses Widget genau die Aufgabe, die Sie jetzt hier auswählen. Wenn Sie also eine andere Aufgabe wollen, müssten Sie noch eine zusätzliche Möglichkeit eben hier suchen, eben noch einen weiteren QR-Code zu erstellen in der gleichen Art und Weise, dass Sie ein Widget hier eben hier oben hinschieben und dann öffnet sich das und dann würden Sie eben hier
die das weitere Widget eben die Aufgabe aussuchen, die dieses Widget dann machen soll. Ich würde also einmal sagen, ich wähle hier Kalendereintrag aus und gehe hier einmal drauf. Und dann habe ich hier tatsächlich eben hier die Möglichkeit, einen Kalendereintrag zu erzeugen in Zukunft. Also ab jetzt ist das immer möglich. Aber wie gesagt, Sie finden dieses Symbol hier, Kalendereintrag, nicht unter den Apps, denn das ist keine App, sondern ein Widget. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie hier drauf tippen und würden dann unter Apps diesen Kalendereintrag nicht finden, denn müsst ihr dann unter K wie Kalendereintrag, müsst ihr dann da stehen, K, da finden Sie nicht, weil das wie gesagt ein Widget ist. Das wären ja die Widgets. Ich hoffe, ich verwirre Sie nicht. So, das finden Sie dann hier nicht. Sie finden nur eben hier alle Erweiterungen, die jeweils zu irgendeiner App gehören. So, wenn wir jetzt einmal hier schauen, haben wir ein größeres Fenster hier, wo wir 3x3, 4x4 Bilderrahmen haben wir denn hier. Uhr, das ist alles Erweiterung, die eben das betrifft. Das ist hier schon eine andere, die andere App. Jetzt müssen wir einmal gucken, was haben wir denn da? Ja, das ist alles, alles diese Möglichkeit müsste man rauskriegen, was das beinhaltet hier. Ich gehe nochmal zurück. 4 in 1. 4 in 1. Ich glaube, das ist ja recht gut hier auch. Hier, QR-Droid, Shortcut, also kurze Möglichkeit, 4 in 1. Hier also einmal drauf tippen würde, dann hätte ich ein größeres Feld. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel einmal hier hinschiebe, dann sagt er mir, ich habe sowas wie hier. Und dann, wenn ich hier auswähle, dann hätte ich diese Möglichkeit, die ich hier als einzelne Ergänzung habe, Kalendereintrag, also einen QR-Code mit Kalendereintrag zu erstellen, die hätte ich dann hier auch, indem ich hier einmal zum Beispiel die Möglichkeit benutzen würde, hier, wo hier Teilen steht. Ich gehe das also einmal hier hin und dann steht hier, wo Teilen steht. Wenn ich da drauf tippe, da hätte ich dann, oh, habe ich jetzt schlecht drauf getippt. Ich gehe nochmal hier zurück. Wo bin ich denn hier? Ich habe ja das, wie gesagt, das ist ja ein Widget. Wo hatte ich das jetzt hier? Quadrat A. Hier bin ich auf diesem Bildschirm hier. Und ich schaue einmal, wenn ich jetzt hier einmal auf Teilen drücke, das ist also ein Viererkästchen, wenn ich hier auf Teilen tippe. Aha, Teilen tippe. Dann könnte ich jetzt dieses Widget hier dann aber anders benutzen, indem ich jetzt jedes Mal aufs Neue hier mir irgendwas aussuchen kann. Ich könnte jetzt dann hier auch sagen, hier, ich möchte hier dieses Widget hier, was ich jetzt, ich möchte jetzt diesmal, dieses eine Mal möchte ich zum Beispiel eine URL-Adresse dahinter verstecken, hinter dem QR-Code oder eine Visitenkarte, dann könnte ich praktisch hier direkt loslegen. Das wäre jetzt hier einfach nur diese URL für die Adresse. Das wäre jetzt hier ein Sonderfall, dass ich hier ja einmal hier... Nein.